Hallo, hier ist der Christoph vom Schnauze58 und ich möchte euch heute mal was vorstellen, und zwar das Balistolöl oder den Öler kennen ja die meisten. Und ich war jetzt heute Morgen im Musikfachhandel und habe mir da mal ein Öl gekauft. Und zwar werden mit diesem Öl die Züge der Posaunen geölt. Das Zeug nennt sich Slider Mix. Das ist ein Gemisch von Öl und irgendwelchen Mitteln. Und das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Es hat hier einen ganz feinen Auslass, sodass man punktgenau ölen kann. Und da möchte ich jetzt mal hier, das läuft ein bisschen schwer, meine Resilienz, und da möchte ich jetzt mal ein paar Tropfen Öl dran machen und möchte mal gucken, wie sich das Öl an den Messern so gibt. Jo. Ich habe ja festgestellt, dass bei dem Balistol Buntmetalle fleckig werden können. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Auf jeden Fall war es bei mir so. Und jetzt habe ich mir gedacht, nehme ich mal ein Öl aus dem Musikhandel, um mal zu gucken, wie sich das so verhält. Es ist auch ein Öl, das nicht harzt und Buntmetallen gegenüber neutral sich verhalten soll. Das Messer läuft auch schon viel besser. Ich werde das mal im Auge behalten und werde euch auf dem Laufenden halten. Es ist also ein Öl, das für Bewegung gemacht ist. Und von daher sollte es also für ein Messer durchaus von Vorteil sein. Und was noch wichtig ist, es ist sehr genau zu dosieren. Jo, ich habe jetzt mal das Resilience geölt. Die Klinge läuft auch schon viel leichter. Und das Quietschen hat aufgehört. Jo Leute, das wollte ich euch mal zeigen. Ein Öl. Slido Mix Rapid Comfort aus dem Musikfachhandel. Das werde ich jetzt mal benutzen und werde euch dann Rückmeldung geben, wie sich das verhält. Ob es besser ist wie das Balistol oder ob ich es wieder aus dem Verkehr ziehe. Ja, ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.